Das Ziel von Willensweg ist die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen und die Integration kranker und behinderter Menschen. Wie wichtig es ist, während und nach einer schweren Erkrankung Unterstützung zu bekommen, um ein Stück Normalität im Leben zu haben, kann Rüdiger Hirsch aus eigener Erfahrung schildern. 1990 erkrankte er selbst an Krebs. Während seines Kampfes zurück in einen normalen Alltag, auf dessen Weg viele Steine lagen, fasste er den Entschluss, dem Leben auf seine eigene Art zu danken. Er möchte kranken Kindern und ihren Familien die wichtige Unterstützung zukommen lassen, die sie brauchen. Dazu nutzt er die Möglichkeiten seines Berufs, seiner Hobbys und seine zahlreichen Kontakte im Freundes- und Bekanntenkreis. Das erste große Charity-Projekt hat er gemeinsam mit dem Zehnkampf-Europameister Alain Blondel auf die Beine gestellt. Als ehemaliger Lackspezialist des Star-Designers Luigi Colani gestaltete er sein eigenes Motorrad komplett um und versteigerte die Maschine via Internet zugunsten der zweijährigen Anastasia. Dieses russische Mädchen war schwer an Krebs erkrankt und wurde im städtischen Klinikum Karlsruhe behandelt. Das Bike landete bei Fans des VfB Stuttgart und wurde anschließend in sechswöchiger Arbeit nochmals von Rüdiger Hirsch umgebaut und in den VfB-Farben lackiert. Nachdem alle aktuellen VfB-Profis die PS-starke Maschine signiert hatten, wurde die Maschine nochmals lackiert. Das Resultat der Arbeiten war so beeindruckend, dass sich das Museum für Auto und Technik in Sinsheim entschloss, das rollende Kunstwerk von den VfB-Fans gegen eine weitere Spende in fünfstelliger Höhe zu übernehmen. Als Dauerleihgabe verbleibt es aber beim VfB. Nach dem überragenden Erfolg gründete Rüdiger Hirsch den Willensweg e.V., um den Weg für weitere Charity-Aktionen zu ebnen. Dazu hat er viele verlässliche Partner aus seinem Freundes-, Bekannten- und Kollegenkreis gefunden, die ihn bei diesen Aktionen unterstützen. Ein großes Ereignis war das Benefitspiel einer Alternauswahl der SG Siemens Karlsruhe gegen die VfB Stuttgart Allstars. Größen wie Peter Reichert, Bernd Förster, Maurizio Gaudino oder Weltmeister von 1990 Guido Buchwald zeigten nicht nur während des Spiels, was sie immer noch drauf haben, sondern standen auch in der Pause und nach dem Spiel gerne für Fotos und zahlreiche Gespräche bereit. Als sich dann noch der Heißluftballon mit zwei kranken Mädchen und ihren Betreuern vom städtischen Klinikum in die Lüfte schwang, konnte diesen ein großer Traum erfüllt werden. Mit dem finanziellen Erlös durch den Verkauf der Eintrittskarten, leckerer Speisen und Getränke konnte der Verein 7000 Euro für kranke Kinder spenden. Für ein weiteres großes Fest unter dem Motto Teddy meets Family konnten unter anderem Prominente wie Heike Drechsler, Silvia Amaru, Firat Aslan und Udo Walz als Unterstützer gewonnen werden. Das Familienfest sollte mit Spiel, Spaß, Musik und sportlichen Einlagen vor allem Familien mit herausfordernden Lebensumständen die Möglichkeit geben, gemeinsam etwas zu erleben und ein paar besondere Glücksmomente zu haben. Im Vorfeld führten Hirsch und 7 weitere Fahrer ein Benefiz-Motorradrennen durch. 8 Stunden fuhren sie Runde um Runde, für die es je 11 gesponserte Euro gab. Das Ergebnis: dreckige Motorräder, geschaffte, aber zufriedene Fahrer mit Muskelkater und Blasen an den Handinnenflächen und satte 4.763 Euro, die zusätzlich in die Spendenkasse gespült wurden. Schon jetzt bereiten sich Rüdiger Hirsch und die anderen Fahrer auf ein weiteres geplantes Projekt Motocross vor. 2014 konnte der Willensweg e.V. die Gruppe The Curbside Profits für eine Acoustic Night gewinnen. 2015 traten eben diese 4 Jungs wieder zugunsten Willenswegs auf. Beim Stadtteilfest Kultur Nordwest übernahm Willensweg dazu noch einen Grillstand und konnte so rund 7000 Euro für die Kinderklinik Karlsruhe einnehmen. Unterstützen kann die Arbeit jedermann, sei es durch eine Mitgliedschaft, eine Spende oder durch tatkräftige Unterstützung des Vereins. Denn helfen, Unmögliches möglich machen, ist nicht nur das Motto des Vereins, sondern auch die Überzeugung und der Antrieb von Rüdiger Hirsch und seinem Team.